In der Stadt Bonn soll einst eine Lebensversicherung für die Bewohner der Stadt. Bürger zu werden innerhalb der sicheren Stadt Bonn war einstmals ein erstrebenswertes Ziel. Maria bildete eine geregelte Gerechtigkeit. Wir waren geboren, auch wenn wir in der Akzeptanz. Worms war schon seit römischer Zeit durch eine Mauer geschützt, die immer wieder erneuert und ausgebaut wurde. Eine Ersetzung aus der Zeit um 900 verwendet uns sogar, wer für die Unterhaltung und die Verteidigung einzelner Mauerabschnitte verantwortlich war. Nach einer grundlegenden Erneuerung um das Jahrtausend musste das Energieset der Stadtmauerung noch einmal ausgeweitet werden. Um 1200 erzwang der wirtschaftliche Entwicklungsdruck eine Erweiterung zum Heer. Das war neben einer Finanzierung auch eine besondere technische Herausforderung. Stünde bisherige einseitige Mauer genau auf einer hochwasserfreien Kante, würde die neue Mauer mitten hinein in die Sumpfige Rheinfreiheit gebaut. In der Folgezeit hatten sich mehrere kleine Einsiedlungen außerhalb der Mauer entwickelt. Diese wurden um die Mitte des 14. Jahrhunderts in einer zweiten Erweiterungsphase in den Schutz der Stadt eingezogen. Gleichzeitig wurde der innere Teil der Mauer nochmals verstärkt. Dieser Kleinmauer vorgelagert war wirklich vergraben. Denn darf man sich vorstellen, als eine hundert stehende kleine Kapelle durch die ungefähr Eisgraben gebaut. Am besten erkennbar ist der ehemalige Stadtgraben im Bereich Kettwand mit der Adenauerin, wie der eine Kleinmauer mit bestimmten Bäumen. Im 16. Jahrhundert wurden die äußeren Befestigungsanlagen durch die Schutzbastionen verstärkt. Das alles hilft jedoch nichts. 1689 kapituliert die durch Krieg und Pestbeschlag der Stadt vor den französischen Truppen. Und wegen aller Absprachen wird das Signal zur totalen Zerstörung von Worms durch Brandleben gegeben. Was ist von den einst so stolzen Befestigungsmauern, den prächtigen Stadttoren und den über 60 Türmen noch erhalten oder wenigstens zu erkennen? Am eindrucksvollsten ist zweifellos der Rest der einst prächtigen elftürmigen Stammfischen Waldfront mit dem Türturm, dem Bürgerturm und dem dazwischenliegenden Fischerpfötchen. Hier können wir eine Vorstellung von der einst monumentalen Erscheinung der Stadt Worms gewinnen. Auf der Feldseite ist bei genauem Hinsehen unterhalb des Wehrganges die Zinnenstruktur der Stammfischmauer zu erkennen. Stadtseitig sind im Sockelbereich der aus dem 14. Jahrhundert stammenden Bauerbögen die Ansätze der ursprünglichen stammfischen Bögen erhalten. Der Stumpf des ehemaligen Christophertums war 1928 erweitert worden, um das Städtische Museum aufnehmen zu können. Das angrenzende Hotelstor wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts in die bis dahin noch geschlossene südliche Stadtmauer gebracht. An der Nordwestecke der ehemaligen Kleinmauer erinnert ein sehr leichtes Türmchen an den bereits 33 Meter hohen Eckturm Rubensland, ein Gefängnis für hohe Gäste. Und die anderen gemütlich für die Verbrechenheits- und Kultfernrechte siebten. Die von hier aus geradlinig mit Stadtmauerresten weiterführende Häuserflucht über den Ort Waldhagen entspricht dem ehemaligen westlichen Mauerzug. Ein kleines neuzeitliches Doppelportal eröffnet einen Blick auf den hochaufragenden Westchor des Kaiserturms. Welche Mitarbeiter lassen sich noch ein fränkischer und ein römischer Mauerrest erkennen. Ein 1904 errichtetes Geschäftshaus erinnert an die einst prächtige Martinskirche. Der malerischen Wirkung zuliebe wurde allerdings die Türinnenseite nach außen gedreht. Entlang der nördlichen Bauanlage, wobei an den Osten des Henker- und der Förderturms, erreicht man ein bis zu 9 Meter hoch erhaltenes Stück Stadtmauer mit gedeckten Balken. Das sogenannte Waschetor ist allerdings eine neuzeitliche Straßenöffnung. Interessant ist der daneben stehende Schlafrichterturm. An dem nur bis zur Berganlage wieder aufgebauten Turm lässt sich das Schicksal der 1689 gesprengten Stadtbefestigung durch
Sinn und bewährte Steinverwöhne und die Rübeck im bedeckten Kerker mit Muster Unterbauung für 1450. Auf der Stadtseite wurden am Ende des 18. Jahrhunderts eine Mörderhäuschen mit unbewährten Angemalt gebaut. Am Ende der Jaspergasse erhebt sich auf dem Originalsockel des ehemaligen Neufundsturmes ein zeitgemäßes Apartmenthaus mit Abmessungen des historischen Turmes. Vorbei an einem weiteren neuzeitlichen Straßendurchbruch erreicht man den Ausgangspunkt der Stadtmauerwanderung, die bis zum Wiedern erhaltene Stadtmauer aus romanischer und gotischer Zeit zwischen dem Paratum und dem Turm. Auf der Stadtseite die modernen Umbauten des Museums, auf der Fahrtseite eine Parkanlage,